Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Medivil Dynastie. Ja. Wir haben Hunger. Wir haben Durst. Also die Grundbedürfnisse, um die wir uns jetzt ganz geschwind mal kümmern. Vorsicht, Kleiner. Ja, die ganzen Häuser sind wir schon kaputt und beschädigt. Das hat der Winter, ne? Das bringt so einen Jahreszeitenwechsel eigentlich stets bei uns hier mit. Ja, die Jäger auch schon mal besser. Wir haben kein gebratenes Fleisch mehr. Und erstmal halt eben die Äpfel. Inventar. Fressen. Gut. Wir haben's. Ja. In der letzten Folge bin ich wo stehen geblieben? Hi. Genau, wir haben da hinten ja das Häuschen gemacht. Oder nicht gemacht, sondern dekoriert. Mit den Tisch und die Stühle und so. Und ich würde schon gerne mal sehen wollen, wie die Leute draußen hocken. Machen sie aber nicht. Das machen sie nicht. Sind sie überhaupt noch zu Hause? Schon mal durchs Fenster. Nee, die sind schon ausgeflogen. Nur der Herr Sohnemann, der steht noch da draußen. Jo, wir hatten auch das Axtproblem in der letzten Folge. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein paar Äxte noch nachlegen. Und ja, mit der Kälte haben wir jetzt hoffentlich kein Problem mehr, da wir da gut nachgerüstet haben. War die Zeile nicht anfassen, wir wissen noch Bescheid. Die Zeile dürfen wir aber anfassen. Die gehört ganz uns. Ja, wir sammeln schnell Baumaterial für eine Axt. Oder mehrere Äxte. 24, bis jetzt sind es nur zwei Äxte. Was sind mir auch schon mal ein paar? Ja. Sind wir 30? Haben bald vier Äxte. Ja, da müssen wir uns überlegen, Thema Schmiede und Axtproduktion, dass das ordentlich wieder nachkommt. Kommt, die fünfte Axt schaffen wir noch. Sind nur noch drei Äste, die wir sammeln müssen. Die stehen auch noch mit. 50, gut. Dann extra noch vier. Nice. Also ein bisschen Vorrat haben wir. Bretter 26. Rundholz 58. Steine 96. Okay. Das sollte mal reichen. Warte mal. Ist hier komplett hier falsch gewesen. Zack, fünf Äxte. Reicht wieder eine Zeit. Ja, wenn die Leute gut Axt haben, machen wir sogar selbst im Winter plus mit Rundholz. Also sollten wir wirklich schauen, dass wir Thema Äxte und so weiter entwickeln. Vielleicht den Schmied einfach sagen, eben machen wir ein bisschen mehr. Also Herberts Mutter ist ja hier auch der Schmied oder die Schmiedin in ihrem Fall. Komm, das regeln wir gleich. Dann haben wir es hinter uns, bevor wir es wieder vergessen. Im Management. Fallibock ist auch schon 4. Herbert ist 6. Landwirt. Mir fehlt schon wieder Werkzeug. Tasche. Ich brauche schon wieder Taschen. Drei, drei,
Landwirt braucht auch wieder Tasche. 1, 1, 1, 0. Okay. Schmiede, ja. Ja, ich habe jetzt nur kurz geschaut, ob wieder eine Mutter frei geworden ist, dass sie wieder arbeiten kann und möchte. Und ja, 1 von 2 Arbeiter, das ist die Werkstatt von der Frau vom Herbert. Steinachs, wieder keine Ressourcen. Na, ist klar. Hacke brauchen wir auf jeden Fall noch. Spitzhacke sollten wir auch noch lassen. Steinhacke. Messer. Und Angelsperre kommen. Das ist aber auch runter. Dafür erhöhen wir die Axtproduktion. Um 45. Nice. So, jetzt schauen wir kurz bei die Holzfäller rein, dass wir mehr Stecken bekommen. 14 und minus 3. Stöcke auf 100%. Okay. Was bist du? Da ist nur einer drin mittlerweile. Stöcke auf 60%. Dafür noch 40% Bretter. Machen wir ein bisschen weniger Bretter. Dafür noch ein paar Rundhölzler. Oh, nee, nee. Gnadenlos gehen wir da auf die Stecken. Diese Holzschuppen produziert keine Stecken. Dafür, ja, gehen wir diese blöden Brennholz runter. Das fällt eh nicht so wirklich ins Gewicht. Dafür mehr Stecken. So, der nächste Holzschuppen. Der wieder volle Besetzung. Der produziert Rundholz in 100%. Dann geben wir noch 80%. Dafür 20% Stecken. Entspricht in diesem Fall 30. Gut. Also bekommen wir auf jeden Fall mehr Stecken. Ich hoffe nur, dass sich das auch bemerkbar macht in der Zwischenzeit, also in der Zukunft. Ja, noch ein Stecken. So, was machen wir heute? Morgen ist der letzte Tag. Taschen. Wir könnten schnell schauen, ob wir eine Tasche herstellen können. Damit die am Feld weitermachen können. Wäre aber ganz logisch und schlau und zugleich toll. Bogen, hölzerner Speer, Langbogen war 2 Stück. Dung 78 wieder. Leder haben wir 11. Dann machen wir doch Taschen draus. Schuhe. Pelzschuhe gerade mal 2. Schwierig. Ja, wahrscheinlich der Jäger wird aktuell keine Messer haben. Deswegen gibt es auch kein Leder oder sowas. Ja, das Geheimnis ist wirklich in der Holzproduktion. Wenn die fällt, fällt alles. Jo. Einfache Tasche, 3 Stück. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dung. Wir könnten den Dung noch verarbeiten. Obwohl, eigentlich schaffen sie es selber. Ne? Das bisschen nur. Eigentlich schon. 998 Federn. Kommt, die verkaufen wir jetzt erstmal. Bin gespannt, was 998 Federn bringt.
Ja. Ja, mein Besuch ist mittlerweile weg. Ihr wisst ja, ich habe gestern früher aufhören müssen, weil ja gerade mein Besuch gekommen ist. Mein Brüderchen. Nahrung. Kann nicht sein. Ja, mittlerweile ist er weg. War ganz witzig, wo er da war. Hab noch ein Bierchen getrunken, ein bisschen geratscht, dies, das, jenes. Das Übliche eigentlich. Wie viel zu erzählen gibt es da gar nichts. Ja. Ich meine, dummes Geschwätz wie immer. ja, was erwartet man von zwei Brüder? 48, zeig mir deine Waage, Madame. 417, hat er gerade mal. 417. Alter, was für ein moderater Preis, der auch hat, ne? Getrocknete Datteln. Wer kauft sich schon getrocknete Datteln für 700? Die Federn 839. 231 bringt 415. Leb wohl. So, schauen wir mal, ob die Schankwirtin noch Geld hat. Welches wir rausziehen können. Wir sind ein bisschen was, 79er kommen. Die snacken wir uns auch noch. Leb wohl. Miss. Das war halt die falsche Taste. Okay. Und weiter geht's. Wir haben hier hinten noch den Tierzüchter, der noch verkauft. Der hat auch noch ein bisschen Geld, das wir aus der Tasche ziehen können. Ein Eimer steht dran. Da steht er ja. Hallöchen, Solimir. Nee, helfen wollen wir dir jetzt mal nicht. So, ja, Produktionsfeder 724. 1076, nice. Jetzt haben wir immer noch 154 Federn. Ich mache die alle pleite, das ganze Dorf geht pleite mit an mir, ne? Leb wohl. Das Problem ist, wenn wir im Frühjahr die Steuern zahlen müssen, und die haben alle kein Geld mehr. Wo kriegen wir unser Geld her? Halt, stopp. Ey, das sind 1923. Du bist ja richtig Bonze hier. An dir verkaufen wir die Federn noch, meine restlichen, ne? Jetzt haben wir 3040. Kann ich an den noch was abkaufen? Weil der hat ja noch einen Haufen Geld. Fellstiefel bringt 135. Pelzumhang 126. Nice. Ja, das weiß ich, die Nähereiproduktion. Die darf hier auch ein bisschen mehr in diese Richtung machen. Leb wohl. So, jetzt kommt wieder eine ruhige, entspannende Musik, was natürlich ein bisschen kompliziert ist, da ich ein bisschen müder bin wie von vorhin. Ja, da lass mich eher so einlullen in der Musik. Gut, ein Wohnhaus haben wir eh nicht frei, beziehungsweise hätten wir frei, aber wir haben nicht genügend Dynastiepunkte, um anzuwerben. Was schwierig ist, da wir Personal brauchen. Aber gut, jetzt kommt wieder ein Schwung Mütter auf uns zu. Von den ganzen Kindern, die jetzt 2 Jahre alt werden. Oder die, wo 3 Jahre alt werden. Ja, 2 Jahre fällt eine Mutter aus. Auf jeden Fall wird es jetzt mal bald mal wieder einen Schwung geben an Arbeitskräfte. Zum Glück. Aber wir haben da echt ein Problem. Sammeln hier doch weiter ein. Ja,
Also wie ich gestern oder in der Folge, wäre es gut, gestern für euch, gesagt habe, Hopfen. Na, ist ja noch extremst weit für uns entfernt, dass wir Bier brauen oder sowas. Dennoch könnten wir schon mal anfangen, Hopfen zu pflanzen. Na, das ist einfach schon genügend im Vorrat da sind. Na, dass wenn die Produktion richtig angeht, dass wir ordentlich loslegen können. Ja, wir bauen noch ein bisschen unser Dorf auf. Nebenbei kriegen wir das Stecken dazu raus. Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Lust umzuziehen. Obstgarten 2, ein Apfelbaum, ne? Aber wie groß der mittlerweile ist. Warte mal, 4, da haben wir. Reparatur. Also wenigstens mein Haus soll ja schön ausschauen. Haben wir da oben noch was? Ja, wunderbar. Das war jetzt nicht ausreichend, allerdings etwas haben wir da nur. So, also mein Haus ist wenigstens wieder ganz. Na, ihr könnt euch um euer eigenes Haus kümmern. So, jetzt gehen wir gleich mal ins Bett, damit wir morgen wieder im Hellen starten können. Hallöle. So, der letzte Wintertag. Unser Sohnemann schläft noch. So, was liegt an? Im letzten Wintertag. Schauen wir gleich mal nach dem Feld, ob sie da schon was gemacht hat. Das Haus, stimmt, da wollten wir das Dach noch reparieren. Aber ich weiß nicht, muss ich jetzt die Leute umziegeln lassen? Ich glaube schon, bevor ich das Dach abreißen kann, müssen die erstmal umgezogen sein. Das ist... ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier ist unser altes Flachsfeld, was das Getreidefeld wird. Und hier ist das große neue Flachsfeld. Oh, da fehlt Dünger. Ja, da fehlt echt Dünger. Schwierig. Oh, Karotten sind hier schon ausgesät. Habe ich gesagt, Karotten nochmal da hinten hin? Wie wirtschaften die dieses zweimal das Feld? Ja, cool. So, Dünger, ja. Stellen wir gleich ein bisschen Dünger her, um die Leute wieder so ein bisschen zu entleichtern. Und ja, weil immer jetzt letzter Arbeitstag, wo man den Dünger noch rausstellen kann. Setzt euch doch mal dahin. Nee, die gehen einfach nur zur Arbeit. Die sitzen heute nicht mehr. So, da... unsere Truhe. Dung. Ah ja. Mir gefällt das Haus. Ne? Also stellt euch wenigstens mal der Zaun unter vor, wer? Der Baum schon mal ein bisschen größer. Kann man auf jeden Fall lassen. Oh ja. Ich glaube, er merkt ein bisschen meine Müdigkeit, wenn ich so leise jetzt bin.
Ah, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen für heute. In den letzten Tage oder letzte Folgen war ich ein bisschen lauter unterwegs. Deutlich fitter. Ja. Egal. Wir werden es überleben, wir alle. Keine Sorge, mit der morgigen Folge bin ich wieder fit und wach, weil ich dann aufhören werde. Ja, ich merke selber, es hat gerade nicht wirklich Sinn, in diesem Zustand der Müdigkeit zu spielen. Aber ja, die Folge geht immer noch durch. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, wie zum Beispiel den Dünger produzieren. Was uns mit 22 Dünger zwar nicht wirklich den Tag verschönert, aber wenigstens ein Stückchen näher bringt an dem, was wir brauchen. Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt einen riesen Flachsfeld. Warte mal, wenn die Karotten jetzt schon ausgezählt werden, die wahrscheinlich dann früher geerntet werden, da brauchen die ja noch mehr Dünger. Alter Schwede, ja, wir brauchen mehr Vieh, die Kacke machen. Dann ist zu wenig, was wir da gerade haben. Ah, gleich haben wir's. Wunderbar. Hallöle. Ihr baut wahrscheinlich auch einen Dünger. Oh, da haben wir nur 49 Stück drin. Da versteht ihr, was hier rumsteht. Was sagt denn das Management zu diesem Verhalten? Können wir dir was rauslesen? Jagd, Landwirtschaft. Beschädigt und Ressourcenmangel. Eine Hacke füllt ihn. Warum denn eine Hacke? Na ja, klar, deswegen arbeiten sie das schlicht nicht, weil sie keine Hacke haben. So, was brauchen wir für eine Hake? Rundholz, vergiss es. Dann arbeite ich eben nicht. So, was glaubt die Nierei, die wir abholzen können? Ja. Aufrüsten, zerstören. Diese Näherei darf weichen. Die Firma E hat kein Personal mehr. Du trägst so viel. So, ist mir egal. Dafür können wir nicht jetzt eine Hake bauen, ne? 7! Na bitte, machen wir eben 7 Haken, schmeißen wir den rein. Dann mache ich keine Ausrede mehr ran. Oh, wir haben keine Hake, kann doch nicht. Nimm den Finger. Ging früher auch ohne Hake. Nummer 6 und die 7. Sicher. So. Jetzt kommt der Papa Bürgermeister und liefert euer Werkzeug. Aber die Ehre. Aber jetzt haben sie schon eine Hake bekommen, ne? Aus der Schmiede. Egal. So, Holzproblem scheint mal wieder in den Griff zu bekommen. Kam zumindest lange kein Symbol mehr. Gut, wir hatten gestern auch kein Holzproblem. Den ganzen Winter über bloß gar nicht, ne? Also, Holz hatten wir immer noch irgendwie wo aus auf Vorrat.
Schauen wir trotzdem kurz nochmal nach. Auch mit den Stecken würde es mich jetzt interessieren, wie es da ausschaut. Oh, Herbert hat Besuch wieder. Jo. Bretter 32 wird immer mehr. Dung weiter 19. Rundholz 73, Stöcke 3. Ja, gut. Opfern wir wieder meine. Gibt es hier eigentlich noch ein Messer? Nope. Kein Messer. Was sagt denn das Management? Wächst meine Jäger? Kein Werkzeug. War ja irgendwie klar. Und kein Personal? Ja gut, war ja schon länger mittlerweile. Kein Werkzeugmesser. Ja, deswegen kamen jetzt auch keine Lederschuhe. Okay. Jetzt haben wir ja 70 Stecken rein. Da wird schon ein paar Messer gemacht werden wohl. Hoffentlich. Damit das wieder vorangeht. Zwei Schweine. Was, ein Jungferkel haben wir noch nichts gekriegt, ne, in der Richtung. Gesundheit. Nur noch 30%. Wird es also auch bald kommen. Unser Tierfutter. Zwei Küken? Weibchen? Bleiben wir mal stehen. Und du bist flink. Auch Weibchen. Okay. Zwei Hennen haben wir gekriegt. Hier ist auch noch Henne drin. Warte mal, den haben wir wieder weg. Naja. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Medieval Dynasty. Ich mache an dieser Stelle mal Feierabend für heute. Ja, wird noch ein Film schon oder sowas in der Art. Aufs Ganze bin ich zu müde. Na gut, ich habe gestern auch bis heute bis um 5 gespielt. Also irgendwann reicht es auch mal wieder. Naja, danke fürs Zuschauen. Haut raus. Ciao.